Okay, dann mache ich wieder das Intro, ja. Sie, Signore. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu unserem neuen Podcast PlayStation Collaboration. Ich bin Lars von yourpcwieder.com. Mit mir an Bord ist Sascha von ps4info.de. Sag hallo, Sascha. Nö, sage ich nicht. Oh. Nö, ist auch nicht das erste Mal jetzt, ne? Ist schon das zweite Mal. Möchte ich hier gerne nochmal betonen. Ja, das tut mir aber auch voll leid. Ja, das ist, wenn ich das kurz erzählen darf, das lag bestimmt an der Aliens und an der NSA, dass die Aufnahme, die erste Aufnahme, die auch wirklich 25 Minuten ging, ja, für'n Arsch war. Ja, Fertig. die war echt toll. Wir hatten uns Die war gut. über Sonys Marketing ausgekotzt, Oh, ja, über. nee, ich würd nicht sagen, also Lars, ich finde, ausgekotzt ist so ein dramatisches Wort. Ich würde sagen, einfach die Scheiße gewesen teilweise. Nein, das war auch unsachlich. Ne, wir wollen ja sachlich sein. Du hast recht, ausgekotzt. Entschuldigung, ich bin ja Ja, schon ruhig. genau. Ja, über PlayStation Plus hatten wir uns auch unterhalten. Auch nicht So, gerade positiv. nee, gar nicht positiv, vor allem für PS Vita-Besitzer. Hey, aber hey, die PS4-Besitzer heulen jetzt auch schon stark rum. Da muss ich auch mal Flagge zeigen hier, Ja, ne? du, Ne? wenn Also, wir können auch heulen. mit den 20 Spielen, die die PS4 hat, und dann wird's halt irgendwann mal eng, du, ne, mit den guten Spielen, die dann erscheinen. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ne? Meine Festplatte ist fast voll. Ha, ja. Ne? Ich weiß zwar nicht wovon, aber sie ist fast voll. Obwohl, ich war ja schockiert, als ich habe es ganz spät erst gerafft, dass NBA 2K14, das Basketballspiel, ganze 45 Gigabyte hat. Oha. Für ein Basketballspiel. Nice. Und geschnittene Musik hat es. Ja, da hat mir Eminem versaut, aber das ist ein anderes Thema. Ja Ja. gut, ich denke mal, jetzt auch mit dem neuen Update, der 1.70 mit dem Share Factory. Scheiße, Ja, dann nochmal schön buh, 2 GB und dann für jeden Film, den buh, man dann buh, buh. macht. Ich meine, lass mal jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Ich meine mal Butter bei der Fische, ne? 15 Minuten Aufnahme hochladen, ne? Facebook, bla bla bla, oder 20 Minuten auf den USB-Stick. Ist das irgendwie sinnig? Ich frage dich. Oh. Nein, siehst du, sagte auch ganz klar, sofort spontan, nein, ist nicht sinnig, ist Schwachsinn. Ne? Man hätte das einfach so lange, wie man möchte, und wenn einer eine kleine Festplatte hat, so wie Icke, hallo, da hast du halt Pech. Oder warum kann man keine externe anschließen? Warum gibt es noch keinen MP3-Support? Warum gibt es keinen 3D? Warum wird es nachts dunkel und warum ist es kalt, wenn es draußen kalt ist? Ja, das sind so viele Fragen. Ja, Ja. das. Ich denke mal, das Leben einer PS4 ist nicht einfach. Ja, Nee, schwerer als wird mit einer es. PS Vita. So. Ja, nee, ja, nee, also Ja, jetzt verletzt du aber ihre Gefühle, du. ach Ja, jetzt. Mano, Ja, nee. also das war jetzt echt diskriminierend. Kann ich das wieder gut machen mit einem Eis? Oh, ich glaube, das Schönes verbrennt. Ich glaube. Schokoladeneis mit ein bisschen Vanillesoße. Na komm, und darunter lege ich noch einen Tausender und dann passt das. Na, ich glaube, mit AAA-Spielen könntest du es wieder gut machen. Mit Triple-A-Spiel. Ich weiß ja nicht mal, was Triple-B-Spiele sind. Gibt es eigentlich Triple-B-Spiele? Nein, ich glaube, die werden nur mit A beziffert, also A und dann halt Triple AA habe ich früher auch immer gesagt, das war aber was anderes. Ja. Naja, gut. Ja, ich möchte, ja, du hast natürlich recht, Vita hat ja auch noch weniger Speicherplatz als die PS4. Ja. Ja, PlayStation Plus ist momentan, glaube ich, am effektivsten oder am coolsten oder YOLO. Ich wollte immer schon mal YOLO sagen, aber ich glaube, ich habe es jetzt wieder in einem falschen Zusammenhang gesagt, ne? Ja. Scheiße, ich weiß nicht mal, für was das steht, aber egal. Roffel, lol, läuft. Also, ich glaube, PS3 und Plus sind die besten Freunde momentan, glaube ich. Ja, nee, ist so. Ja, Ja. klar. Ja, man muss ja dann auch schauen, das in der PlayStation Plus hat ja angefangen, irgendwann 2010 oder so, keine Ahnung. Und Könnte ich nachgucken, tue ich aber gerade nicht. ja, und die hatten ja dann für die 8 € die man da im Monat zahlt, ja nur reduzierte Spiele und vielleicht mal exklusive Na, Demos. die hatten schon kostenlose Spiele, aber die kostenlose Spiele im ersten Jahr waren mega Rotze. Ich kann mich noch erinnern, ich bin seit Tag 1 dabei, ne? Und ich habe auch damals einen Test geschrieben und war einer der Leute, bla 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 bla, die es halt als erstes hatten. Und zu kritisieren war wirklich, dass die im ersten Jahr die Spiele wirklich mega Mist waren
entweder alt waren, ganz viele PS1 oder PS2-Klassiker oder wie sie damals noch, oder diese Minigames, ich weiß nicht, ob heute noch PS Minis meinst du? Ja, genau. Mhm. Die gab's da auch immer. Dann gab's da bekloppte Avatare oder irgendwelche Screen-Bildschirmschoner oder sowas. Ich kann mir auch irgendwie an noch Spiele erinnern, die nicht mal in Deutsch waren, obwohl es eine deutsche Version davon gab. Monkey Island lässt grüßen, beste Beispiel. Also es war Mist. Im zweiten Jahr hat sich's geändert. Da kamen dann wirklich auch wirklich sehr, sehr gute Blockbuster plus halt die Vita. Und die Vita hat wohl dazu also Vita Plus hat dazu beigetragen, dass es dann wohl sich sehr geändert hat, würde ich mal mit sagen. So. Weiß nicht, wie du das siehst, Herr Mr. Vita-Seite. Puh. Ja, ich denk mal schon. Also das war ja eigentlich, ja, das für Sony ist ja dieser Service ja eine sichere Einnahmequelle, davon können sie ja profitieren. Ja, aber... Ich weiß jetzt nicht, wie viel die da jetzt an die Publisher zahlen, damit sie da das Ding mal... Nach meinen Informationen schon voll. Voll. Doch, die zahlen voll, also Vollpreis. Vollpreis für jedes Spiel? Naja, wenn es ein altes Spiel ist, dann halt wohl reduziert, aber ansonsten, wenn es ein neues Spiel ist, zahlen sie halt den vollen Preis, ja. Den Händlerpreis, whatever, was sie da haben. Ich meine, irgendwann mal was gelesen zu haben. Aber klar, wenn jetzt so ein Spiel 10 Jahre alt ist, dann können sie dafür nicht mehr 70 Euro verlangen, ne? Ja gut, aber schau dir das mal allein auf der Vita an. Da kommen ja die Spiele, die 6 Monate alt sind, die Top-Games, alle nach und nach. Ich wollte gerade sagen, ich meine, abgesehen von der, also wie gesagt, erste Jahr plus blöd, dann mit Vita gut, dann irgendwann richtig, richtig gut, aber wiederum auch ein bisschen blöde, weil jedes Spiel, was man sich für 40, 50 Euro für die Vita gekauft hat, gab es dann irgendwie umsonst im PlayStation Plus. Genau. Finde ich auch nicht so ganz toll, ne? Aber gut, man kann es auch nicht anders lösen, ehrlich gesagt. Also ich wüsste jetzt nicht spontan, wie man es lösen könnte. Ja, außer vielleicht ein bisschen schneller produzieren oder so, ne? Nö, ja, genau. So, mehr Spiele wäre so das Stichwort. ja, genau, aber ich kann mich noch erinnern, also Vita-technisch, klar, waren wir auch am Start. Ich habe damals gehofft, als dieses Assassin's Creed Liberations rauskam, dass das irgendwie die Vita pushen wird. Ich glaube, es gab auch sogar ein Vita-Komplettpaket irgendwie oder sowas, aber weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber das Spiel kam dann so verbuggt auf dem Markt, dass es wirklich, also bei mir war es auf jeden Fall so und bei vielen, was ich gelesen habe, war es auch so. Alle 30 Minuten ist das Spiel abgekackt und sowas und das nervt natürlich dann schon, ne? Das ist klar. Also ja, aber so wird die Vita halt behandelt. Ich habe erst heute ein Zitat gelesen von Don Mesa, dem First-Party-Producer von Sony Computer Entertainment America, wo er gesagt hat, wir kriegen die Publisher einfach nicht dazu, Spiele für die PS Vita zu entwickeln. Hm. Und die müssen jetzt quasi die PS Vita und deren Spiele damit bewerben, dass sie jetzt zum Beispiel Remote Play haben und dann die ganzen PS4-Blockbuster auf der Vita spielen können oder über PlayStation Now, was jetzt kommen soll. Ja, aber das ist ja ein Feature und mehr sollte das auch eigentlich nicht sein. Darüber kannst du das genau. nicht definieren. Ne? Das ist genau. falsch. Und das Zitat, das war, also ich war eigentlich immer so jemand, der gesagt hat, okay, die packen das noch und das dauert halt ein bisschen, bis sie dann auch sehen, bis die Fanbase angereift ist und dann erzählen vielleicht noch ein paar Publisher darüber und dann kommt dann vielleicht auch das ein oder andere Spiel, aber wenn ich selbst von dem obersten Typen da höre, der dafür verantwortlich ist, dass die Spieler auf die PS wiederkommen, sagt, du, wir haben keine Chance, dann vergammelt die PS wieder leider als Indie-Konsole. Wir müssen auch dann das also die Vita, als sie damals auf den Markt kam, wann war das nochmal? Kannst du das nochmal sagen? Die kam im Februar 2000. Oh, scheiße. Ja, aber vor 2 Jahren, ne? Oh, nein, Blamage. 2012. Verdammt, doch schon, doch, ja, ist ja. Ja, also vor 2 Jahren. Nein, aber das Ding ist, ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Also ich muss da kurz vorweg sagen, ich denke, ich spreche auch für dich. Wir mögen die Vita. Das ist ein schönes Stück Technik. Ich denke mal, du magst die Vita sogar noch mehr, sonst hättest du keine Vita-Seite. Ich liebe sie. Ja. We love PS Vita. Ja, aber wir beide sind uns auch einig in Sachen Sony Marketing Vita gleich mega fail. Jo. Wir haben das schon in unserer ersten Version ein wenig ausführlich besprochen. Ich werde das kurz nochmal Revue passieren lassen.
als die Vita auf den Markt kam, hat man Werbespot technisch, preistechnisch besonders, wirklich alles falsch gemacht, was hätte man falsch machen können. Da hätte man auch wirklich den Award für falsch machen kriegen können, so wie EA dann jetzt wahrscheinlich wieder kriegen wird. Und aber ein anderes Thema, böses Thema. Ich meine, der Preis war zu teuer, die Spiele waren zu teuer, die Spiele waren zu wenig, die Aufmerksamkeit war nicht richtig. In Amerika hat man versucht, in Amerika gibt es Kevin Butler Spots, oder gab es, die waren sehr auf Comedy ausgelegt und sehr, sehr gut. Also die Move Spots, obwohl PlayStation Move jetzt auch nicht so erfolgreich war, waren sehr beliebt und auch allgemein die Game-Spots. Man hat versucht halt, dass diese Art von Comedy-Spots, Werbespots mit einem schwarzen Jungen zu preisen, zu verbreiten. Das ging total in die Hose. Ja, und das hat man dann auch in den ersten 2 Monaten gesehen. Die Japaner haben es auch nicht gekauft und dann ging es halt rapide bergab. Und es hat auch sehr lange, wie ich persönlich finde, gedauert, bis Sony mal gesagt hat, okay, das war ein Fehler, wir ändern die Strategie. Ja, oder? Das hat extrem lange gedauert, bis die mal von ihrem hohen Ross runtergekommen sind. Auch, ja, so ja. Kam's also mir auch vor. Die ging ja rein mit der Brust, boah, die PSP, keine Ahnung, wie viele Millionen, dreistellige Millionenbeträge, die da an der verdient haben oder wie viele Einheiten die da verkauft haben. Das war ja eine Goldgrube für die, obwohl die ja seit dem ersten Tag lang... Eben würde ich mit dem Gameboy, Entschuldigung, DS, ja, gut, DS heißt es ja, jetzt. Ja, der DS hatte dann nochmal das Doppelte oder Dreifache. Ja, aber es war aber schon es war halt gute Liga. Ja, auf jeden Fall. Obwohl die Konsole ja seit dem ersten Tag an offen war, ja, also man konnte seit Tag 1 konnte man gecrackte Spiele spielen und trotzdem sind die Zahlen da explodiert, keine Ahnung warum. Und genau mit dieser breiten Brust sind sie reingegangen, ja, die PS Vita, wow, die PSP fanden sie schon geil und jetzt kommt die PS Vita und die wird noch viel geiler. Und dann kam die Smartphones, kam Apple mit dem iPad und dem iPhone und dann ging halt alles den Bach runter. Ja, aber ich glaube, da, ich bin der Meinung, das hätte man trotzdem noch irgendwie ausbügeln können. Ich finde aber 300 Euro für die Vodafone-Version der PS Vita finde ich völlig unrealistisch. Und da gab es ja, glaube ich, noch nicht mal ein Spiel dazu. Doch, Wipeout gab es dazu. Juhu! Ja. Okay, dann. Okay, aber darauf kannst du jetzt nicht positiv antworten. 4 GB Speicherkarte? Oh, nee. Oh, nee. Nee? Also da muss man für, ich meine, es war 1999. Ja, für die 4 GB. Für die 4er, ne? Genau. 20 Euro, ey. Ja, für, meine Freunde, manche Spiele passen noch nicht mal drauf. Das muss man auch fast schon so sagen, ne? Ja. Also, ich glaube, zum Beispiel. Ja, Killzone würde nicht mehr, ja, mit den Updates würde Killzone da nicht mehr drauf passen. Genauso wie jetzt Borderlands 2 auch nicht. Das soll ja auch 5 GB. Doch, 5 GB soll das Ding schwer sein. Ja, macht Sinn. Ja, das wird eng. Wird eng. Ja, aber wie gesagt, diese, das verstehe ich einfach nicht, ne? Man hatte kurz vor dem Release mit der PS Vita, hatte man mit der PSP Go schon eine gewisse Negativerfahrung gemacht, obwohl die Idee an sich gut war, war aber auch wieder so ein bisschen untergegangen, weil, da waren die Smartphones schuld, würde ich sagen, die Smartphones waren schuld. Also, was Sony da, also die waren sicherlich, denen war klar, dass die da mit Smartphones und so konkurrieren müssen, aber die haben ja von vornherein gesagt, wir wollen ja nicht die Casual-Spieler anlocken, sondern wir wollen die Hardcore-Spieler, ja, die Hardcore-Gamer, mit denen man dann auch wirklich ordentlich Geld verdient, weil die sich halt die Spiele auch kaufen, ne? Ja. Aber wenn man keine Spiele hat, die diese Zielgruppe befriedigt, dann kann man auch kein Geld mitmachen. Wie gesagt, es hat ja auch länger gedauert. Ich meine, anfangs kamen 4-5 Spiele raus, davon waren halt 2-3 große Blockbuster und der Rest etwas kleinere Games und danach gab es ja monatelang Pause. Ja. Dann kam ja nichts. Und dann kam Resistance. Ja, komm, jetzt lass mal hier meinen Resistance mal in Ruhe, ne? Das ist ein großartiges Spiel, Fanboy, Game of the Year. Ne? Da muss man hier auch mal wirklich die 5 Grade sein lassen. Ja, gut, aber das ist doch genau so. Ich glaube, die größte Enttäuschung von der Fanboy-Liga her war Call of Duty. Muss man ehrlich so sagen. Da haben viele Hoffnungen drin gehabt und das ging ja dann komplett unter. Ja, das war halt... Und FIFA. Entschuldigung, ich hab FIFA. Ja gut, das FIFA, das erste FIFA war ja ganz gut, aber wenn man aber 3 Jahre... Zweite? Wenn man 3 Jahre lang dasselbe Spiel serviert bekommt, dann würde ich mich irgendwann mal verarschen. Also so wie die PC-Spieler, die sich irgendwann gefreut haben, endlich mal eine neue Grafik-Engine nach 10 Jahren zu bekommen. Ja, ich kann mich noch an erinnern. Das ist noch nicht lange her. Ja, aber... schade drum, ne? Ja, aber was willst du da machen? So,
Jetzt mitdenken. Hat, ja. Mitdenken. Jetzt, mal auf die Leute hören. Ja, jetzt hast du, ja, aber das Ding ist ja, dass die halt von Anfang an in diesem Teufelskreis drin waren, ne? Wenn du keine Hardware, also, um Publisher zu überzeugen, dass die ja, Spiele machen, musst du das halt vermarkten, beziehungsweise. Du redest ja vorher mit denen. Ja, klar. Aber du musst denen das ja schmackhaft machen, dass damit sich halt Geld verdienen lässt. Und wenn du das halt nicht machst, dann fehlt dir die Spiele. Und wenn du keine Spiele hast, hast du keine Käufer für die Hardware. Und wenn du keine Käufer für die Hardware hast, kannst du auch keine Publisher überzeugen, damit Geld zu machen. Also, ja, und, wie gesagt. Und so das Erste, was die dann halt versucht haben, war mit dem Shahid Ahmad, dem Indie-Gott in der ganzen Szene, die Spiele-Datenbank aufzufrischen, was ihm ja auch wunderbar gelungen ist. Also Indies heißt nicht gleich, dass das schlechte Spiele sind. Nee, gibt's gute, aber wenn du nur Indies serviert bekommst, was jetzt gerade bei PlayStation 4 der Fall ist, nervt's irgendwann. Ja, also das ist halt dieser Grad, das ist ja auch... Ich hab vor kurzem ein Video gemacht und viele haben das kritisiert, dass ich das Spiel kritisiere. Aber ich habe das Spiel nicht kritisiert, ich habe die Politik kritisiert, dass wir ein Indie-Spiel nach dem anderen serviert bekommen und nichts anderes. Und teilweise gibt's ja auch Indie-Spiele, die einfach nur dahingeklatscht sind und nicht liebevoll sind. Es gibt natürlich auch großartige Indie-Spiele, ganz klar. Hier dieses Vita-Spiel mit diesen komischen Tintenklecksen fand ich gut. Hab den Namen vergessen. Das Ticket to the Man meinst du, oder? Ja, glaube ich. Was waren so zwei Tintenflecke, so, die da rumgelaufen sind und... Ah, Escape Plan meins. Ja, genau, Escape Plan. Ja, das war auch... Fand ich nicht schlecht. Das war auch lustig, ja. War okay. Das war lustig. Aber oder Little Big Planet fand ich auch nicht... Gut, das ist aber kein Indie-Spiel, das ist schon mal ein richtiges Spiel, aber war gut gemacht. Da gibt's schon extrem viele. Also mein Top-Spiel 2013 war von Drinkbox Studios, ein super geiles Studio, Guacamelee. Extrem geiler Plattformer. Mein absolutes Lieblingsspiel noch vor Soul Sacrifice, bei dem ich einfach über mega gehypt bin und so auch mein Test dann auch ausgefallen ist. Hat sich beeinflusst. Ja, da muss ich zugeben, da war ich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen hyped und so. Aber das Spiel ist aber auch extrem geil gewesen. Aber es wundert mich, dass es nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Spiel auf der Vita, was mich jetzt wirklich in den Bann gezogen hat, wo ich gesagt habe, das ist das nach The Walking Dead, ich muss auch sagen, The Walking Dead ist großartig, kann man natürlich auch für die PS3 spielen oder für whatever, aber die PS Vita-Version ist gut umgesetzt, keine Frage. Aber das PS Vita-Exklusivspiel, was mich überzeugt hat, war definitiv Killzone. Macarine oder wie das Ding da heißt. Ja, das fand ich gut. Das war wirklich klasse. Also, das sah aus wie Killzone 2, ein bisschen besser sogar noch. Klar, Spielzeit kurz, aber es ist ein Vita-Spiel, da muss man auch immer wieder unterscheiden, finde ich. Ja. Aber jetzt gibt's da auch ein richtig cooles Update mit so Bots und sowas, habe ich mir sagen lassen, oder gelesen. Stimmt, ja. Und es war, die Story war gut, nicht so ein total Scheiß wie Killzone Shadowfall, nochmal, ne, an den Synchronsprecher. Top Arbeit! falls ihr nicht wisst, von was wir reden, geht mal einfach auf unseren YouTube-Channel von PS4 Info und gebt mal Killzone Synchronsprechen ein und viel Spaß. Das ist eine gute Nachtgeschichte. Lohnt sich. Ist ja toll. Unbedingt reinschauen. Das ist echt. Wirklich. In Englisch ist besser, kann ich bestätigen. Ja, er hat sich halt mega ins Zeug gelegt, du bist. Ja, war top. Das war halt die Rolle seines Lebens, ja. Ja, Oscar hat er von allen Bloggern gekriegt, auf jeden Fall. Nein, aber schade, wie gesagt, mit Assassin's Creed. Okay, Batman Blackgate fand ich nicht schlecht. Na, das ist dann, also Blackgate, das war so ein, weiß nicht. Mittelding, es war also aber nicht schlecht. Ist ein absolutes Mittelmaß, was man sich hätte eigentlich auch sparen können, weil erstens, es war 2,5D, das ist ja mal für ein Batman-Spiel eigentlich totaler Rotz, weil man ja von Arkham City ja da total verwöhnt wurde. Ja, aber ist halt, du hast was Wichtiges angesprochen, verwöhnt wurde. Man muss das auch differenzieren, Vita und, also Handheld und Konsole, also jetzt PS3, PS4. Das sind verschiedene Ligen. Ja gut, aber letztendlich ist es ja von, also ich habe volles Verständnis dafür, dass man da jetzt nicht plötzlich die übelsten Grafikeffekte hat oder so. Das will ich ja überhaupt gar nicht. Aber die uns wurde die Zwischensequenzen waren nicht schlecht. Also das war ja nicht animiert, das waren ja so Bilder und so. Und das fand ich halt. Ja, aber die Story eine Geschichte war halt nicht da. Und 90% des Spiels waren einfach nur rumlaufen oder auf dem Touchscreen nach irgendwelchen Objekten suchen. Und also das fand ich schon extrem armselig. Wobei die Action-Szenen halt extrem geil waren, ja. Also das will ich ja nicht sagen, aber das war einfach zu wenig. War zu wenig.
Ja, ich weiß, was du meinst. Für mich war es halt war es interessanter, weil ich war gesättigt von Batman-Spielen auf der PS3, muss ich ehrlich sagen. Ich war wirklich gesättigt, weil es war nicht lange her, dass man Batman Arkham City gespielt hat mit allen DLCs. Und deswegen fand ich diese Vita-Geschichte mal interessant. Hab da jetzt, es hat mich unterhalten. Es war nicht jetzt wow, so wie Käse, und da habe ich echt gesagt, nice, cool. Batman hat mich einfach unterhalten, dann war es durch und ich werde es auch nie wieder spielen. So. Keso würde ich sofort wieder zocken. Auf jeden Fall. Auch Ja, multiplayer-technisch. allein schon wegen dem Multiplayer, ja. Genau. Ja, also ich find auch Killzone ist ein richtig gutes Widerspiel. Auch von der Kampagne her, Definitiv. das wird halt viel kritisiert. Oh, nur so Zwischenmissionen und es geht halt 4 Stunden und bla und Ja, aber hier es und ist ein da. Aber Vita-Spiel. das ist dann, ja genau, wenn sie Ne? halt, das ist halt ein Soll das Spiel Spiel on the 10 go. Gigabyte groß ist, dann kriegst du es nicht mehr auf die Vita drauf. Ja So muss genau, man auch mal das ist mitdenken. halt ein Spiel on the go und Ja, so genau. muss man dann halt auch die Spiele anpassen, und das haben sie schon richtig gemacht. Und der Ja. Multiplayer ist halt bombastisch Der läuft geil auch einfach. gut. Der Ja, läuft auch genau, richtig gut. der Also läuft ich war auch. überrascht. Ich habe zwar noch Probleme, ich kann die Vita nicht so lange in meinen Händen halten, muss ich sagen. Also bin ich nicht so geübt, aber ich weiß noch definitiv, als ich wirklich Killzone gespielt habe, auch Multiplayer, dass mir irgendwann schon wirklich die Arme wehtaten, und das hatte ich noch nie mit der Vita. Also ich war gefesselt, will ich damit sagen. Ich war gefesselt und wollte weiterspielen. Es hat mich wirklich unterhalten, positiv. Und ich hoffe, da kommt bald mal wieder was, ne? Oh ja, sieht halt eng aus, ne? Ja, leider schon. Also Also es. mit Borderlands 2, was jetzt kommt, ist so der, dann Nee. wieder für das Jahr ist dann auch schon wieder Schluss, ne? Aber Also. ich glaube, du und ich, wir sind der gleichen Meinung. Borderlands 2 wird das Ding nicht jetzt irgendwie aus dem Sumpf ziehen Nee, oder das so, ist weil. halt kein Genau. exklusives Spiel. Das, Das also neue ich. Borderlands, das wäre was gewesen, finde ich. Ja. Die Prequel, ne? Ja, Gravity, aber. ja, da fällt mir gerade ein. Am Bitte? Anfang war ja Gravity Rush, das Adventure-Spiel mit Cat und mit der Schwerkraft und so. Das war ein richtig geiles Spiel eigentlich. Bin ich nicht mit warm geworden, aber meine Freundin hat es sehr gerne gespielt, auf jeden Fall. Die fand das auch sehr, sehr gut. Also ja, das sind halt so Spiele, mit denen identifiziert man dann auch. Schweres Wort, schweres Wort. Ja. Die PS YOLO. Vita. Oh mein Gott. Ja. Identifiziert man sich? Genauso wie Regisseur. Oh mein Gott, ich hab's Oh richtig. ja, Oder oh ja. Recherche. Ja, ne, Ich Recherche kann geht's noch, aber. Religion nicht wirklich. Also ich muss immer nachdenken, damit ich es halt richtig ausspreche. Ich kann, sonst sage ich immer Religion. Ne? Religion. Religion. Ja, manchmal sind da Versprecher. Wir sind ja mehr so im schriftlichen Bereich und nicht im akustischen Bereich Ja, unterwegs. genau. Und da hat man ja Ne? zum Glück Word und sowas. Und dann. Richtig. So. Aber um ganz kurz das Thema auch so ein bisschen abzuschließen, es ging ja auch um Marketing, wir haben es ja angesprochen, es hat sich ja dann geändert, das Marketing. Der Preis der Vita ist auf ein sehr, sehr, sehr gutes Niveau gegangen, teilweise 99 € mit 5 Spielen, da war ich echt überrascht. Und Inoffiziell, ne? ja, aber Inoffiziell. Amazon Weihnachten 2013, 99 € 5 Spiele, hallo, Nee, läuft. also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es Ich habe noch einen 99. Screenshot. Ich habe noch einen Screenshot, 99 Aber Euro. im Ich weiß ja. Warehouse-Deal dann, oder was? Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Warehouse-Deal war. Ich habe aber noch einen Screenshot, wo 99 €. Es kann auch ein Blitzangebot gewesen sein, das weiß ich Nee, nicht mehr. Müsste ich noch. Blitzangebote waren 140, das weiß ich. 139 mit Oh, Spielen. ja. Also jetzt 99. 2013 mit Tearaway. Und ansonsten, ja. Aber es kommen ja immer mehr Bundles raus, und das ist ja auch gut so. Und das ist auch das, was man braucht. Ja. Auch, dass man. Okay, das kam wirklich. Das kam ja auch als allerletztes, meine ich, dass man die Speicherkarten im Preis gedroppt hat. Das kam wirklich sehr spät. Das kam ja noch nach der ganzen Geschichte, dass man die Vita runtersetzt. Obwohl das Runtersetzen der Vita vom Preis ja schon echt radikal war, wie ich finde. Und es hat auch. Es waren offiziell 50 Euro. Und mittlerweile sind es halt 100, weil Ja. du die Konsole sonst nicht an Mann kriegst. Ja, Aber und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jeder, der sich eine Vita für 199 holt, macht es falsch. 149 ist mehr oder weniger der offizielle Preis. Kann man sagen, was man will. Es ist so. Guck, Amazon, 149 €. ja. Meistens. Es kann auch sein, dass du jetzt gerade reingehst, es anguckst und dann ist es auf 153. So. Ja, Aber. genau. Ja, nee, aber das. So viele Leute, wie die Vita gar nicht mehr haben wollen, weil sie halt total mega enttäuscht sind, findet man auch richtig gute Angebote bei eBay. Ja, das Aber stimmt. die Das. Arschkarten haben halt die Leute, die dann halt zum Release schön 400, 500 € ausgegeben haben mit Konsole, Speicherkarte und Ja. dann zwei, drei Spielen und ein bisschen Ja, aber Lars, Zubehör, das ist ja eine Historie bei Sony. Ich ne? sag dir, Ja. PS3 damals 1200 €, dann 700 und dann ging es halt immer hin und her. Und
PS4 ist ja auch eher suboptimal gelaufen, würde ich mal sagen, ne? Also, jetzt gerade, wir machen diese Aufnahme in welcher Monat ist eigentlich? Mai. Und jetzt gerade im Mai fängt es an, dass die PS4-Konsole so gerade mal da und da erhältlich ist, während die Xbox One-Konsolen noch überall verstauben. Und ja, Sony und Release-Preise, Release-Sachen war noch nie gut, finde ich. Also Ja, die gut, kriegen aber das. das, was jetzt ist, ist ja mega positiv, ja? Also Ja, das nein. Sony-Marketing, was jetzt so, also von der PS4 fand ich das jetzt nicht schlecht. Vor allem mit dem Slogan For the Greatness Players. Awaits und dann Ja, For the for the Player und Players. so, Hashtag. das hat extrem Wiedererkennungswert. Also Ja, ist so. die haben schon daraus gelernt, aber wiederum, also ich vertrete ja ganz offen die Meinung, ich finde, die PS4 hätte auch noch mal eine Zeit lang warten können, aber dann hätte man mit der Xbox irgendwie was klären müssen. Ich finde einfach, ist teilweise eine Frechheit, das Ding zu releasen und es ist noch nicht fertig. Es gibt keine Spiele und ich sag's noch mal, Knack, Knack, wie auch immer, und Killzone Shadowfall sind für mich nicht wirklich Spiele. Das ist für mich ein Zustand. Und kein guter, ne? Und alles andere kann ich auf der PS3 spielen. Ist einfach so, bis auf Battlefield, das spiele ich dann lieber auf dem PC. Ja, ich könnte jetzt, lest den Schämt-euch-Artikel durch, da habe ich alles reingeschrieben oder so. Ich finde, man hätte noch ein bisschen warten können. Und ja, und marketingtechnisch hat man da auch viel Mist gebaut. Siehe Release-Event in Berlin. Schöne Grüße nochmal. Aha, was ist da passiert? Ich weiß nicht, habe ich nicht mitbekommen. Ja, den habe ich live mitverfolgt und da waren nette größere YouTuber eingeladen, die meines Erachtens komplett überfordert waren. Und dann war es soweit, wir hatten da einen schönen roten Button, ne, draufdrücken und dann startet der Vorverkauf. Und haben sie auch gemacht. Und der Vorverkauf startete und 10 Minuten später kam jemand auf die Bühne, du hast das auch live alles gehört. Ja, wir müssen das normal machen, weil hat nicht geklappt. Nein. Doch, aber jetzt kommt das Bessere. Oh Ja, mein Gott. die beiden etwas größeren YouTuber waren wirklich mit der Situation. Das tat mir auch wirklich teilweise leid. Also ich habe mit Medien ein bisschen zu tun und das tat mir echt leid, dass die wurden da echt so sitzen gelassen, also stehen gelassen im wahrsten Sinne des Wortes. So, der Vorverkauf hatte dann, musste dann resettet werden, wie man so sagt. Und dann kam der Knaller. So, die haben das dann alles wieder gemacht, so auf den Knopf gedrückt, ne? Yeah, PS4 Launch, juhu! So, und dann wurde die. Es gibt ja diese Tradition, der erste Verkäufer, also der erste, der sich eine kauft, wird dann halt gepriesen, so, ne? Dann wird man an, Ja, ja, genau. na, der So mit Erstkäufer Foto wird und dann halt so. gepusht, so, ne? Ja. So, und der Erstkäufer war natürlich eine süße kleine Schnitte. Und dann hast du noch im Hintergrund die Leute gehört, wie aus von Sony, ich sage jetzt mal nicht die Werbeagentur, wie sie der Dame noch was diktiert haben, was sie sagen soll, was das, weil das Mikrofon einfach so sensibel eingestellt wurde und da lag ich schon in der Ecke. Und dann kam raus, dass diese nette junge Dame gar nicht da in der Schlange stand und sowas. Nein, die hat sich beim Oha. Forum angemeldet und hat sich registriert und hat darüber gewonnen und ja, war dann dadurch die Erstkäuferin. Es war also keiner, der irgendwie in der Schlange stand, also kein wirklich realer Erstkäufer, sondern eine gezogene Person. Ja, das ist natürlich ein Suboptimal, würde ich sagen. PR-Flop. Ja, das ist Ja, kann man so sagen. Ist ziemlich scheiße gelaufen, ja. Finde ich kacke, sowas. Finde ich echt kacke. Das ist ja. Verarsche irgendwo einfach auch. Ne? Ja, gut, der Salesmensch ist ja jetzt gefeuert, also. Ja, schöne Grüße, Zuerst ne? was falsch gemacht. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, aber es gab in diesem an diesem Eventtag wirklich so vier große Entschuldigung, vier große Geschichten und der Button war lustig. Das mit dem Oh Gott, so. Das mit dem Erstkäufer war peinlich. Und da waren bekannte ProSieben-Moderatoren, die auch so ein bisschen so Interviews mit bekannten YouTubern geführt haben. Und dann fragt diese eine bekannte Moderatorin, ja, was wirst du als erstes auf der PS4 spielen? Und dann sagte der bekannte YouTuber, ja, Assassin's Creed. Und dann meinte die Moderatorin, was ist das? Weiß ich nicht, ob man da nicht eventuell hätte Fachkenntnisse sich aneignen sollen, ne? Finde ich schade, sowas einfach. Ja gut, aber das liegt dann halt an den armen Journalisten oder Moderatoren, die dann vom Sender hingeschickt werden. Ja, Ja, das aber ob das so war, ich meine, es waren ja, das sind ja Moderatoren, die waren ja nicht im Auftrag von ProSieben da, die waren ja gebucht
von Sony. Ja, schon klar, aber dann, die haben dann halt auch gesagt, ja, komm, gehst du mal hin, das wird schon locker und so. Ja, dann sind die selber schuld, dann sind die selber schuld. Ja, aber also anders kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde mich aber trotzdem mit der Materie einigermaßen beschäftigen, ne? Okay, ich habe neulich in einem Video die PS5 angekündigt, aber es war was anderes. Nein, aber es waren ein paar Momente. Außerdem dieses ganze Event wirkte sehr Hals über Kopf geplant. Also habe da sehr viele Sachen vermisst oder ja auch das Musikalische. Da gab es so zwei, drei Bands, die sehr Indie-Rock-mäßig waren. Die waren da komplett fehl am Platz. Also die wurden auch extrem ausgebuht und so. Oha. Das tat mir halt leid, weil die können nichts dafür, so, ne? Wenn Sony sagt, wir sind bei Sony, also Sony Music sagt hier, dahin und so, und dann. Ja. Und natürlich die Geschichte mit dem Erstkäufer. Ihr könnt das ja mal googeln, dann könnt ihr mal das angucken. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Artikel zu und, ja. Man wundert mich, dass ich das nicht mitbekommen habe, ey. Ich ärgere mich auch heute noch. Du glaub mir, ich ärgere mich extrem, dass ich das nicht aufgezeichnet habe, ne? Ich habe darüber mal einen Artikel geschrieben, aber ich habe auch nicht wirklich. Das ist das Problem mit Livestreams halt, ne? Und das wurde nicht irgendwie gespeichert, leider. Warum auch immer. Manche Sachen werden ja irgendwo gespeichert, aber ich habe das nicht mehr gefunden. Nee, leider nicht. Leider nicht. Also, ich habe es aber auch mit halt Kollegen angeguckt und wir lagen echt in der Ecke. Auf jeden Fall mit dem roten Button dann. Das war Knaller. So 10 Minuten später, wir müssen das nochmal neu machen. Ja. Großartig. Nee, aber Sony Marketing fand ich halt schade. Wiederum, klar, Werbespots waren bombastisch, sehr gut gemacht, initiiert. Es hat auch nur knapp 6 Monate gedauert, bis das erste gute Vita-Spiel, wollte ich schon sagen, PS4-Exklusivspiel kam, Infamous. Das ist wirklich gut. Aber ein Spiel ist kein Kaufgrund, um sich eine Next-Gen-Konsole zu kaufen, finde ich. Aber Infamous ist wirklich so das Spiel, wo man sehen kann, wow, nice. Ja, wie siehst du das jetzt in der Zukunft so? Also mir fällt da jetzt gerade nicht wirklich so das exklusive Spiel ein, wie jetzt Microsoft zum Beispiel mit Titanfall hat. So. Ja, abgesehen davon, dass ein Titanfall 2 natürlich dann auch nächstes Jahr kommen wird für die PS4. Das ist hundertprozentig. Die haben ja auch, ich glaube, offengelegt, wie das gehandhabt wurde. Teil 1 exklusiv, Teil 2, 3, Sollte ja auch ursprünglich für die PS Vita kommen, ne? Echt, ja? Aber die hatten da irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Rechten oder die wollten halt, ja genau, Sony wollte das nur auf der PS Vita haben und die haben gesagt, nein, das wollten wir nicht nur auf der PS Vita, sondern auch auf der PlayStation und deswegen sind sie dann zu Microsoft gegangen, die natürlich auch noch mit einem schönen Batzen Geld gewunken haben und haben das dann da veröffentlicht, aber interessant einfach mal so, ja, zu wissen, okay. Sony hat sich bemüht. Ein bisschen. Ja, aber ich glaube, auf der Vita wäre schwierig geworden irgendwie so, weil Vita hatte ja schon dieses andere Shooter-Spiel da. Ich komme nicht auf den Namen gerade. Was ja auch sehr untergegangen ist. Komme ich gerade nicht drauf. Unit 13 oder was? Ja, ich glaube, es war es. Das konnte man auch online technisch spielen, ne? Ah, der Coop-Online-Modus. Dann war es ein Coop. Also ging sehr unter auf jeden Fall. Hat keiner gemacht oder whatever. Ja. Aber gut, davon abgesehen. Ja, spieltechnisch, Jahr 2014. Ende des Jahres 2014 und 2015 wird Bombe. Zum Glück haben wir auch fast schon die Zeit. Hälfte des Jahres ist schon wieder fast um. Meine Fresse, geht die Zeit schnell vorbei. Destiny wird, wie sagt man heutzutage, zerbersten. Da bin ich ganz sicher. Zerbersten. 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 Ich zum ersten Mal. Ah, verdammt. Ja, siehst du, dann ist das hier in meiner kleinen Welt. Hier in Hannover sagt man das auch, glaube ich, nicht mehr. Nein, aber das wird Bombe. Dann erwarten uns noch nächstes Jahr ein neues Uncharted. Das wird, denke ich mal, grafisch ein Kracher. The Last of Us, ganz ehrlich, kacke ich drauf, weil, nö, habe ich auch bei PS3. Wolfenstein kommt jetzt raus, das gibt's aber auch für alle Geschichten dann wieder. Drive Club ist eine traurige Geschichte, wo ich nichts mehr zu sage. Das Problem bei Drive Club wird sein, dass die Leute einfach angepisst sind. Und deswegen das Ding boykottieren werden teilweise. Also teilweise wird es deswegen sein, weil sie angepisst sind. Ja. Und das Spiel ist traurig. Es ist traurig, wie das behandelt wurde und auch nicht mehr lustig. Ansonsten, ja, nächstes Jahr dann. Ja, gut.
Nächstes Jahr wird dann richtig cool mit Star Wars Battlefront und Schieß mich tot. Das wird richtig cool werden. Ah, und, ja, Star Wars und so. Klar, das wird wieso das allerbeste, ne? Star Wars und, ja, du Star hast Wars. Noch Star Wars vergessen und dann Star Wars vielleicht noch ein paar Jedi-Ritter und so. Ja, aber vielleicht auch noch mal ein, zwei Sith, ne? Da muss man auch mal eine 5 Grad sein lassen. Nein, aber das wird Bombe. Und, was ich noch sagen wollte, ganz witzig, bei unserem ersten Podcast-Zwinker-Zwinker, das Remote-Play mit der PS Vita und der PS4 klappt richtig gut. Ehrlich, klappt Bombe. Ah, da hast du das Thema jetzt aber schön gewechselt. Ich weiß. Und das hat auch überhaupt nichts mit... Doch, es hatte ein bisschen was damit zu tun. Aber wir sind ja jetzt auch mehr oder weniger schon in den Abspann, wie ich gerade uhrzeittechnisch sehe. Waren wir noch die paar Minuten voll und dann war es das. Oder wie siehst du das? Bis 40. Läuft. Ja, machen wir mal bis 40. Machen wir mal splitten so, ne? Ja, ja. Die Leute, die uns jetzt noch zuhören, die sind wieso dann fertig mit der Welt. Ja, genau. Nein, aber ja, PS4, wenn nicht bald was mit PlayStation Plus passiert, egal was, dann wird's wieder, das Gejammere und das Geheule wird immer mehr. Das ist eine Tatsache. Wenn mit der die Vita 2014, sehe ich gar nichts. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Sehe ich nichts. Ich sehe nichts. Ich wüsste nicht was. Oh, da müsste ich... mir fällt da auch gerade nichts ein. Also da müsste ich kurz auf unsere umfassende Release-Liste auf yourpeacewieder.com schauen und... Schleichwerbung. mal kurz gucken. Ich mache auch mal Werbung. Ich habe extra so eine Klingel. Scheiße, wo ist meine Klingel? Ich wollte so ding, ding. ps4info.de. Aber leider habe ich die Klingel nicht mehr. Nein, Nee, ich sehe nichts. Ich sehe kein Spiel bis auf Borderlands. Ansonsten kommen halt nur Indies oder wahrscheinlich dann auch wieder HD-Collections oder irgendein anderer aufgewärmter Schrott. Der, weiß nicht. Es könnte vielleicht ja noch sein in Assassin's Creed, ne? Vielleicht, ich weiß es nicht. Also, nee. Ich sag, von Ubisoft kommt außer Rayman nichts mehr. Ja. Ja gut, Ubisoft macht ja jetzt auch Werbung für FIFA. Das ist ein Insider, den wir jetzt hier nicht weiter erklären, aber Daumen hoch, ja. Daumen hoch dafür, ehrlich. von EA kommt ja auch nur noch FIFA, das richtige FIFA jetzt. Battlefield wird ja nicht kommen. Ja, sogar Sony pusht da noch nichts mehr. Also, so Borderlands ist so das nächste und dann kommt im Juni Vita Pets, wo du mit deinen Hunden reden kannst. Ich hab Kopfschmerzen bei den Trailern. Weltklasse, ja, und ansonsten vielleicht Minecraft, aber das ist halt auch kein Exclusive, ja. Und Minecraft, das ist genau wie Terra, oder wie man das Ding ausspricht. Das gibt's ja auch für die Vita, wenn ich mich richtig erinnere. Terraria meinst du? Terraria, genau. Von 505 Games. Schöne Grüße. Das gibt's doch für die Vita jetzt. Ja, schöne Grüße an die Julia. Genau, ne? Schreib doch mal ein bisschen mehr Text als immer nur Video reinposten, ne? Ah, ja, na gut, das geht jetzt schon wieder zu weit. Boah. Ja, wieder, aber wieder für den Namen für den nächsten dann. Aber ganz Liebe auf jeden Fall. Aber das zockt auch keiner auf der Vita, glaube ich. Also meine ich jetzt. Okay, ich höre schon, da täusche ich mich. Ja. Oh, jetzt geht's los. Ja. Nee, also Terraria. Also wer irgendwas mit Klötzchen bauen und Adventure zu tun hat, der spielt es einfach, weil es einfach ein unglaublich geiles Spiel ist. Und das Spiel kannst du halt auch auf der PS Vita spielen, ja. Also du brauchst keinen 50 Zoll Flachbildfernseher, wo dann die Pixel dann aus dem Fernseher springen oder so, sondern dann hast du halt die Vita mit dem geilen OLED-Screen, wo die Farben dann, keine Ahnung, das Gehirn wegpusten und dann kannst du dich da austoben und dir dann deine eigene Welt zusammenbauen. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber wir haben ja nicht mehr so lange. Apropos Gehirn wegpusten. Was ist denn eigentlich jetzt nochmal mit der PS Vita Slip? Super Übergang wieder, ne? Boah, du bist gut, ey. Du bist so gut. Du solltest das Moderator werden, wirklich. Boah. Danke schön. Aber nee, das sollte man nochmal kurz ansprechen. Und ich denke mal, da bist du da basierter. Ja. Versierter vielleicht. Ja, vielleicht sollte man versierter sagen. Ja, ich merke schon, das wird hier. Nein, aber kurz Unterschied, so dann das Unterschied das geht hier auch unter. Ja, das geht unter. Der Unterschied ist natürlich leichter. Wir haben jetzt einen Gigabyte Speicher für die Speicherstände drin. Ja, aber eine Speicherkarte wird trotzdem gebraucht, falls ihr
aus dem PSN was lädt oder Updates oder so. Also das ist halt auch nur so eine kleine Übergangslösung. Und der gravierendste Unterschied ist, dass statt OLED jetzt ein LCD da ist. Und das meinst du ist nicht so toll, ne? Na, nee, also da kann Sony marketingtechnisch sagen, was sie wollen, aber ein LCD ist nicht besser als ein OLED und die verkaufen das dann ja auch mit der gestiegenen Batterielaufzeit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dann die halbe Stunde oder 15 Minuten den Braten fett machen, ne? Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Preisverhältnis, so wie das stattfinden wird. Ja, also die dürfen, also wenn sie das Ding jetzt nochmal für 200 oder 250 Euro anbieten. Dann bringe ich auch persönlich bald keine News mehr darüber, weil das ist ja dann Shitstorm. Ich krieg schon genug Shitstorm wegen der PS4. Ich muss ganz kurz jemanden grüßen, Pascal, hör auf mich zu nerven mit deinem ganzen PS Plus Shitstorm, ne? Danke. Das ist so ein langer Zuschauer bei uns, ehrlich. der ist kurz davor, Exodus zu laufen, ehrlich. Jetzt also. Nein, aber scheiße, ich glaube, das wird passieren. Ja, gut. Exodus und so und läuft, genau. Meine Freunde, ich mache das vorletzte Wort. Besucht ps4info.de. Werbung muss sein, wir machen sonst keine. Ich hoffe, unser erstes Podcast hat euch gefallen. Wir werden das halt auch ein bisschen veröffentlichen und von mir aus auch gerne weiterführen. Demnächst vielleicht auch in einer größeren Runde. Ja. Mein Name ist Sascha aka Sopro aka. Ich kann ein paar Wörter nicht richtig aussprechen. Und läuft. Also, meine Freunde, letzten Worte gehören dir, Lars. Ja, ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich für das nette Gespräch hier bedanken. Ist ja schon unser zweiter Podcast. Augenzwinker, aber nee, war wieder eine super Runde. Ich danke euch fürs Zuhören. Besucht uns für Vita News, Test, Artikel, Downloads, www.jpswieder.com. Hier ist der Lars. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hauen Sie. Tschüss. Ciao. So, haben wir es doch. Mensch. Schön. Und.